So. Ja, guten Morgen. Wir haben heute den 1. August 2024 und es geht gleich los. Wir sind soweit fertig. Es ist inzwischen 10:26 Uhr, also sehr spät heute Morgen schon. Jetzt machen wir die Leinen noch los und dann gibt es etwas mehr zu unserem heutigen Plan. Alles frei. Nun sind wir wieder on the road. Gerade eben vor 7 Minuten haben wir in der Marina Rickel abgelegt. Bewegen uns weiter Richtung Westen auf dem Mittellandkanal, quasi zu Berg. Und die Marina Rickel liegt bei Kilometer 13, das heißt 13 Kilometer bis zum Kilometer 0, bei aktuell 10 km/h. 10,2, 10,3, das schwankt. Also 1,3 Stunden, also 1 Stunde 20 Minuten etwa bis zum nassen Dreieck. Es steht fest, dass wir dann am nassen Dreieck auf dem Dortmund-Ems-Kanal die Richtung wechseln, Richtung Nord. Gleich als erstes wird dann die Schleuse Bebergerb kommen. Bis dahin steht unser Plan fest. Wie weit wir dann aber auf dem Dortmund-Ems-Kanal kommen, das entscheiden viele Faktoren. Wetter, Lust, Laune, passender Liegehafen, je nachdem. Wenn wir dann ein Berufsschiff finden, wo wir uns einklinken können, damit wir die Wartezeiten vor den Schleusen vermeiden, dann geht es ins, auch wenn wir dann langsamer als 10 km/h fahren, sind wir unter dem Strich schneller, weil die 2 km/h weniger Geschwindigkeit die Liegezeiten nicht, die Gesamtfahrzeit verkürzt. Und wir werden dann gucken, ob wir irgendwie im AES oder nach Optik gucken, Berufsschiff finden, wo wir uns einklinken. Ein paar abschließende Worte noch zu der Marina Rickel. Für unsere 8 Meter Diameter insgesamt 15 Euro Liegegebühr entrichtet. Das denke ich ist okay, hält sich in Grenzen. Aber die Nebenkosten haben dann richtig reingehauen. Für 2 Duschmarken und Strom kamen dann nochmal 7 Euro obendrauf, sodass wir in Summe dann 22 Euro für eine Nacht bezahlt haben. So, wir befinden uns jetzt bei ca. Kilometer 5 Landkanal. Entschuldigung. Backbord voraus seht ihr den Ibbenbürener Stichkanal. Wir haben von Skippern die Empfehlung bekommen, dass man in diesem Stichkanal auch sehr ruhig und sehr schön liegen kann. Allerdings sind es nur Festmacher ohne jeden Service. Also kein Strom, kein Wasser. Wer also autark ist auf seinem Schiff, kann da sehr ruhig liegen. Und da hier in dem Stichkanal 800 Meter lang ungefähr so gut wie keine Schifffahrt ist oder stattfindet, soll das Wasser sehr klar sein und auch zum Baden einladen. Wir sind bei Kilometer 1,5. Und vor uns die große Brücke ist die Autobahnbrücke
der A30. Schön, dass wir hier keinen Stau haben. Das mag ich. Wir nähern uns Kilometer Null. Vor uns das Sicherheitstor Hörstel. Das erste Sicherheitstor auf dem Mittellandkanal, nachdem er vom Dortmund-Ems-Kanal abzweigt. Steuerbord voraus seht ihr den Wegweiser, dass der Kanal hier einmündet in ein anderes Gewässer. Diese blaue Tafel mit dem weißen T. Genau recht voraus ist ein Bauhof der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, wo wir sowieso nicht rein dürfen und auch nicht rein möchten. Und dann werde ich gleich noch mal einen kleinen Schwenk machen zu der Tankstelle, wo die Dickschiffe tanken, aber auch Sportboote tanken können. Dazu gleich noch eine kleine Bemerkung. Sportboot, damit da kommt aus Mittellandkanal und biegt Steuerbord ab Richtung Bebergern-Schleuse. So, ich halte ganz kurz auf die Tankstelle zu. Dort ist weiße Gebäude mit dem Walmdach. Ist die Tankstelle, wo das Dickschiff vorliegt. Dort kann man also auch normalen Diesel bunkern, weil die Berufsschifffahrt bekommt was anderes, also eingefärbten Diesel. Und an der Tankstelle stand letztes Jahr und vorletztes Jahr wird erwartet, dass ihr mindestens 100 Liter bunkert zu dem normalen Wassertankstellenpreis. Aber wenn ihr weniger als 100 Liter bunkert, muss man nochmal zusätzlich pauschal einen Mindermengenpreis von 15 Euro bezahlen. Finde ich persönlich nicht ganz fair, aber wenn man das vorher weiß, kann man sich darauf einrichten und woanders tanken. Ein paar Kilometer weiter bei uns Achtern Richtung Münster gibt es einen Sportbootanleger, wo in unmittelbarer Nähe eine Pkw-Tankstelle ist. Dort, wenn ihr bereit seid, Kanister zu schleppen oder so einen kleinen Bollerwagen habt, kann man dort zur Pkw-Tankstelle Otto-Kraftstoff und Dieselkraftstoff tanken, zu einem deutlich günstigeren Kurs als an den Wassertankstellen. Na, das nenne ich jetzt mal eine Punktlandung. Wir kommen um die Ecke. Es läuft gerade, wie ihr seht, das Dickschiff da ein. Den Namen kann ich noch nicht mal erkennen. Ja, jede Menge in meinem AES drin. Ich weiß jetzt im Moment, welches das ist. Angefunkt, kriege sofort eine Antwort vom Schleusenwärter. Ja, wir sollten uns hinten anschließen und dürfen einlaufen. Also besser kann es nicht laufen. Vom Allerfeinsten. Super. Also ihr seht voraus Schleuse Bebergern. Wir brauchen weder am Anleger festmachen noch warten. Es ist jetzt 11.47 Uhr fürs Logbuch. Und wir laufen gleich hinter dem Dickschiff in die Schleuse rein. Super. Das finde ich genial. Solltet ihr irgendwann hier auch durch die Schleuse wollen, seht ihr bei uns auf der Backbordseite den Sportbootanleger, wo wir also auch schon mal warten mussten. Da brauchen wir heute nicht dran. Hier sind die Nischenpoller wieder sehr niedrig. Ich lege erstmal einen Bügel an und dann müsstest du von dem Bügel auf den Nischenpoller umlegen, wenn wir runterfahren. Okay? Wolltest du so einen kleinen Bügel nehmen oder den? Nee,
Wir nehmen den großen Bügel, wo ich drauf zuhalte, weil direkt daneben da Nischenpoller sind. Zum Umlegen nachher. Okay? So, das war jetzt alles andere als ein mustergültiges Anlegemanöver. Aber wir liegen fest in der Schleuse, hatten keine Wartezeit. Und das hintere Tor schließt bereits, also geht es gleich abwärts. Und zwar 8,20 Meter Schleuse über Gern um 11.56 Uhr. Ist schon grün und der Detmar-Tank hat immer noch den Motor noch nie an. Ja, habe ich gesehen. So, noch einen kleinen Moment, dann können wir auch los. So, machst du los? Okay. Ja, wie wir gestern sollen, der Patank. Ja, alles gut, letzte Teil, Backbord, ne? So, wir fahren mal ein bisschen weiter da hinten. Gut, Detmar-Tank 120 hat nach der Schleuse Bevergern scheinbar festgemacht. Keine Ahnung warum. Wir sind durch. Die Schleusung hat keine halbe Stunde gedauert. 25 Minuten ungefähr von Ankunft bis Ausfahren. Und in weiteren 4 Kilometern kommt die nächste Schleuse, die Schleuse Rodde. Bei Kilometer 113 etwa. Na, da liegen Arbeitsschiffe drin. Deshalb sind wir da wohl letztes Mal nicht reingefahren. Gerade Schleuse für Sportboot Damita im Oberwasser. Ah, Kanal 10. Was haben wir denn hier? Na, 18. Gerade Schleuse für Sportboot Damita im Oberwasser. Also die Schleuse hat geantwortet, Schleuse Rodde. Wir liegen vor der Schleuse. Und Schleusenwärter hat geantwortet, er hat Ausfahrt im Oberwasser und dann schaltet er uns anschließend gleich auf grün. So wollten wir das hören. Ja, müssen wir erst an den Bügel, weil der Poller zu niedrig ist. Okay? Alles klar. Ja, das ist jetzt Schleuse Rodde mit 3,80 Meter Hub. Wir haben jetzt festgemacht, mussten etwas warten, weil eine Bergschleusung im Gang war. Jetzt haben wir es 12.48 Uhr in Schleuse fest. Es ist genau 13 Uhr. Das war Schleuse Rodde
mit 3,80 Meter Hub. Polen. Ja, ich habe gesehen. So, machst du los? Mach sofort. Okay. In nur 5 Kilometern kommt die nächste Schleuse. Das wird sein Altenrheine. Mit 3,60 Meter Hub. So. Das ging flux. Ja, das klappt. Wie ihr seht, voraus die Schleuse Altenrheine. Es ist 13.29 Uhr. Komm noch mal einen danach raus. Ja, ich sehe es. Das ist ein Berufsschiff, gerade eben ausgefahren. Das habt ihr auf dem Video gesehen. Und kommen noch 2 Sportboote. Den Schleusenmeister habe ich angefunkt. Er sagte, ja, alles ist schön. Ihr kriegt dann gleich grün und könnt sofort rein. Klappen geschmiert. So möchte ich das haben. Dann kann man auch Strecke machen, Kilometer machen und auch Schleusen schaffen. So muss das. Ich glaube, hier sind die Nischenpoller hoch genug. Muss mal gucken, vielleicht kannst du gleich Nischenpoller nehmen, ohne vorher an Bügel zu gehen. Ja, hier auf unserer Backbordseite, wo das zweite Sportboot, was aus der Schleuse gekommen ist, gerade reingefahren ist, ist eine Liegemöglichkeit. Man liegt dort sehr geschützt, ohne Sog- und Wellenschlag. Aber eben kein Strom, keine Wasserversorgung. Stangen, ne? Wie ist da? Ja, willst du eine Stange nehmen? Ja, Moment, dann fahre ich da ran. Wie du willst. Einmal Logbuch. Okay, machst du los? Ja. Uhr 50. Schleuse Altenrheine raus. Nun haben wir ein ganz langes Stück geradeaus von Kilometer 118 bis Kilometer 126,5. Dann sind wir bereits an der nächsten Schleuse, die da heißt Fennhaus. Fennhaus hat auch wieder 3,5 Meter Hub. Und wir haben uns überlegt, ob wir es heute nicht bis Lingen schaffen können. Dann würden wir so dicht wie möglich am Zentrum von Lingen festmachen. Vielleicht morgen einen Tag Zeit nehmen, in Lingen rumbummeln, uns Lingen anschauen und dann erst übermorgen weiterfahren. Weil wenn wir heute bis Lingen kommen,
dann wird es relativ spät werden, hinkommen und da auch einen Platz bekommen. So der Plan, und wie ihr wisst, Pläne sind dazu da, umgeschmissen zu werden. Es ist 14.35 Uhr und wir haben die Schleuse Fennhaus voraus. Gerade eben Schleusenwärter angefunkt. Er kommt mit Berufsschifffahrt hoch und nimmt uns gleich im Anschluss mit runter. So seine Auskunft. Also ein klein wenig Wartezeit. Schleuse Fennhaus hat auch wieder 1,50 Meter Hub. Also allzu lange wird es nicht dauern. So, sehr schön. Um 14.25 Uhr sind wir an der Schleuse Fennhaus angekommen, mussten hier aber gute 25 Minuten warten, weil eine Bergschleuse gegangen war. Das Schiff kommt gerade aus der Schleuse raus und wir haben schon doppelgrün. So, machst du los? Ja. Ja, so schnell geht das. 15.05 Uhr in Schleuse rein. Beziehungsweise in der Schleuse festgemacht. 15.16 Uhr fahren wir raus. Anderthalb Kilometer noch, dann sind wir an der Schleuse Hesselde. Schleuse Hesselde, 3,3 Meter hoch, schaubar. Hesselde Schleuse für Sportbootermieter im Oberwasser. Ja, schön, gut. So, das war Schleuse Essen. Ging ebenfalls sehr schnell. Jetzt haben wir nur noch eine Schleuse. Wir werden also nicht bis Lingen fahren. Da haben wir ja noch nicht uns missverstanden. Wir werden an den Liegeplatz vom Yachtclub Lingen wieder anlegen, wo wir letztes und vor zwei oder drei Jahren auch schon gelegen haben, in dem Altarm. Dort liegen wir meistens alleine im Grünen außen und werden dann morgen Vormittag dort ablegen und dann nach Lingen reinfahren, um dann morgen einen Großteil des Tages in Lingen zu verbringen. Und dann geht es erst übermorgen weiter. So jetzt der aktuelle Plan. Ja, wir sind an der Schleuse Glesen angekommen. Die liegen gleich dicht hintereinander, die Schleuse Hesselde und Glesen gleich wenige Kilometer danach. Die Kammer ist voll und es ist doppelgrün. Angefunkt, angefragt, dürfen wir rein. Jo, sagt er, alles klar. Noch schneller kann es kaum gehen. So, wie ihr seht, es sind
zwei Schleusenkammern. Die rechte ist die neue, die ist doppelrot übereinander, also da passiert noch nichts. Die ist noch nicht freigegeben. Und letztes Jahr sind wir bereits auch durch die linke Kammer durch, wo wir heute auch durchfahren. Nach der Schleuse Glesen werden wir dann gleich nach Backbord abbiegen in den Altarm. So, es ist schon grün. 16.46 Uhr. Ausfahrt Schleuse Glesen. Wir verlassen den Schleusenvorhafen und biegen den nach Backbord ab in den Altarm, wie ich das schon angekündigt habe. Nochmal etwas mehr 2 Kilometer, also gut 2 Kilometer, und erreichen dort den Yachtflug Lingen Anleger Ems. Das ist jetzt die alte ehemalige Ems. Man sieht es auch, das sehr naturbelassen. Und dann kommt gleich der Anleger. Ein bisschen aufschießen noch. Komm mal ganz, schieben wir ganz auf, wenn wir wegkommen. Ne? Ja, ich wollte noch ein bisschen vor, dass noch einer hin kann, wenn er. Ja, mach ich, ja, genau. Ja, ja. Alles gut. Ja, so passt ja gut. Bitte schön. Im letzten Jahr haben wir hier also Mutterseelen alleine am gesamten Steg gelegen. Und als erstes marschieren wir an Booten der Clubmitglieder vorbei. Hier ist das schwimmende Vereinsgebäude oder eins der mehreren Vereinsgebäude vom Yachtclub Lingen. Mit einem Zifferncode als Zugang zu Toiletten und Duschen. Den Code werde ich euch selbstverständlich nicht nennen, logisch. Aber wenn ihr dann eine dieser Nummern anruft, werdet ihr ganz sicher eine Verbindung bekommen und Auskunft. So, hier habt ihr den Postkasten. Findet auch die Anmeldeformulare mit den Preisen. Der Raum ist verschlossen. Nein, doch nicht. Hier ist also der kleine Clubraum. Hier ist die Dusche, picobello, wie ich finde.
hier die Toiletten und nochmal für die kleinen Königstiger auf der Seite. Also alles vorhanden, was man gerne hätte. Nochmal einen kleinen Rundgang über das dahinter angrenzende Gelände. Dort hinten sitzen einige Clubmitglieder am Grill und unterhalten sich. Eine Wiese. Und bei den Laternen, die Kästen, dort kann man sich mit dem Stromkabel einstöpseln. Man muss nur einen kleinen Zettel ausfüllen mit dem Namen des Schiffs, das Datum. Und kann dann Strom entnehmen, wenn man ihn denn braucht. Um den Rundgang jetzt zu beenden, zurück zum Schiff. Dann sind wir wieder zurück und ihr habt die wichtigsten Dinge gesehen. Nun ist Feierabend für heute. A guts Nächtle.